Über den zweiten Satz sprechen wir jetzt gar nicht, aber der erste Satz. Ja, genau, den kenne ich auch nicht. Der erste Satz. Luisa, der erste Satz. Erzähl uns was über den ersten Satz, aber auch generell über das Spiel und deine Aufregung vor so einer Kulisse. Ach, meine Aufregung war todeshoch. Also ich war super aufgeregt, hatte aber auch große Vorfreude. Also es war ein wilder Mix der Gefühle und es hat richtig Bock gemacht, also das Einlaufen und jetzt mal die Stimmung als Spielerin mitzubekommen und nicht irgendwie im Publikum oder übers Fernsehen war echt krass. Und es hat unheimlich Spaß gemacht, also vor allem auch der erste Satz, wie wir zusammengespielt haben und ich glaube unsere Spielfreude aufs Feld gebracht haben. Das war also wirklich richtig geil, hat mega Bock gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, welcher Punkt das war auf der anderen Seite, kurz vor dem Satzende, wo Kira auch ein paar Bälle eingesammelt hat in der Abwehr. Und dann habe ich mich hier umgedreht und also wir haben den Punkt auf jeden Fall gemacht. Du warst hinten an der Seitenlinie, wie du dich gefreut hast, war richtig geil. Ich glaube, das wollen wir gerne mitnehmen für das Spiel morgen auf jeden Fall. Kira, wie waren deine Gefühle und Emotionen nach so langer internationaler Pause vor so einer Kulisse zu spielen und dann mit Luisa, einer neuen Partnerin? Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich war auch echt nervös vor dem Spiel, habe dann aber zum Glück, als wir aufs Feld gegangen sind und die Kulisse gesehen habe und die Atmosphäre aufgesaugt habe, war ich im Tunnel drin und im Spiel drin und habe es einfach genossen. Und ich glaube, mit dem ersten Satz können wir mega zufrieden sein und so darf es da gerne weitergehen. Und das Publikum hatte Spaß, wir hatten Spaß und wenn wir dann morgen vielleicht noch den letzten Punkt im Spiel machen, dann freuen wir uns noch mehr. Und wie schaffst du es innerlich bei dir so zu sortieren, ob du Abwehr oder doch lieber Block machst? Das wird immer ausgeschnickt und dann... Bei jedem Punkt, oder? Bei jedem Punkt, Nee, war klar abgemacht, dass ich mich hier als Abwehrspielerin probieren darf. Schon, dass wenn wir keinen Zugriff kriegen, dann auch mal wechseln werden. Aber ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ist schon, macht Bock. Ist auch nicht so anstrengend wie ein Blockspieler, der immer durchlaufen muss. Ich freue mich drauf und feiere es noch mehr, wenn ich dann meinen einsammel und Punkt mache. Luisa, nochmal Frage an dich. Hat Kira, die war ja schon lange auf der Tour, dir auch so ein paar Insights gegeben schon, was auf der Beach-Tour anders läuft als in der Halle? Ja, also ich habe Kira super viel gefragt und ich bin auch super dankbar, dass sie da so offen für ist. Ich habe gesagt, ich werde mit ganz vielen doofen Fragen wahrscheinlich kommen und da hat sie mir einfach viel geholfen. Also egal, ob es jetzt das Drumherum ist oder wenn ich Fragen im Spiel auch habe. Das ist einfach super, dass ich da wirklich bei ihr so auf offene Türen renne und ganz naiv und doof fragen kann. Und dann sind die Fragen aus dem Kopf und wir können uns wieder mehr aufs Spiel konzentrieren. Super, dann vielen Dank und alles Gute und vielleicht habt ihr ja noch Zeit, die anderen Sportarten auch mal anzugucken. Bis dann, ciao.